Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Biomutant mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Ja, ich habe ja letzte Folge ganz schön rumgemeckert zum Schluss. Das liegt aber auch daran, dass diese Karte hier überhaupt nicht zu den Gegebenheiten passt. Also, wenn man was ändert, dann muss man das auch anpassen, oder nicht? Oder ist das, braucht man das nicht? Oh, hier geht's ja sonst wohin. Verschlossen. Aha. Du musst die Schalter umlegen, damit der Strom durch die Platte fließt. Mhm. Der beeinflusst den auch noch mit. Nur noch ein paar Versuche. Mach ja, bloß nichts falsch. Oh, mit dem letzten. Gut, der Kreislauf ist elektrisiert genug, um Funken zu erzeugen. Ja, hallo? Darf ich weiterspielen? Am besten nochmal zurückblenden. Und richtig dunkel hier. Also ich sehe ja noch was, das geht ja gar nicht. Ein Magazin. Ein Höschen. Medizin. So, das war's hier. Und dann gehen wir mal. Hier geht's nicht weiter, ne? Ja, ist ja gut. Wir gehen mal da lang. Oh. Ich sehe nichts. Ach, da. Du musst die Stutzen so regulieren, dass sie zusammenpassen. Oh Gott. Nur noch ein paar Versuche. Mach bloß nichts falsch. Jetzt, da nichts mehr blockiert ist, kann es ungehindert fließen. Auf YouTube sieht man wahrscheinlich jetzt nur noch so einen dunklen, dunkelschwarzen Matsch. Mehr ist nicht hier. Matschigen Matsch. Stellt mir den Automaten. Mit Mützchen. Aha. Na, schau mal einer an, wo wir jetzt hier sind. Du musst die Kabel in der richtigen Reihenfolge wieder einstecken. Oh, ich habe erstmal gar keinen Plan. Jetzt brauche ich nur noch ein Set. Scheiße. Na, ach Mann! Scheiße. Warum kann ich den nicht lösen? Hallo, der reagiert gar nicht. Na, das wird nichts so. Ein wenig Elektroabsorption sorgt bereits für Aufmerksamkeit. Du musst die Kabel in der richtigen Reihenfolge wieder einstecken.
Jetzt kann ich den bewegen. Oder was? Ich verstehe es manchmal echt nicht. Und geh doch. Na. Jetzt brauche ich da ein Y und ein Z. Ja, wo soll ich das jetzt hernehmen? X, Y, Z. Da darf ich nicht. Ja, dann weiß ich auch nicht. Vielleicht. Ein wenig Elektroabsorption sorgt bereits für Aufmerksamkeit. Ja. Du musst die Kabel in der richtigen Reihenfolge wieder einstecken. Scheiße. Hallo. Ich brauche ein Z. Da unten ist ein Z. Oh. Keine Ahnung, warum das nicht geht. Warum kann ich den nicht rauslösen? Ich kapier's nicht. Ein wenig Elektroabsorption sorgt bereits für auf. Du musst die Kabel in der richtigen Reihenfolge wieder einstecken. Den lasse ich. Jetzt brauche ich laut der Z. Da haben wir laut der Z. Aber da kriege ich ja nicht so viel. X, Y, Z wird abgezogen. Versteht das einer? Warum kann ich die nirgendwo setzen? Na, hallo. Das geht auch wieder nicht. Ich habe hier, da unten habe ich ein minus Y. Hier, den habe ich aber drin. Hallo? Oh, das, ich bewege den Klöppel zur Seite und der olle Dings geht nicht mit. Und dann kommt das natürlich zur Fehlbedienung. Ein wenig Elektroabsorption sorgt bereits für Aufmerksamkeit. Du musst die Kabel in der richtigen Reihenfolge wieder einstecken. Ja, das ist jetzt mein Tod hier. Hallo. Oh. Ist ein bisschen nervig. Es ist auch warm. Das gebe ich auch zu. Aber... Da kann ich wieder nicht rein, da kann ich auch wieder nicht rein, da kann ich auch wieder nicht rein. Den kann ich nicht rausnehmen. Oh. Ein wenig Elektroabsorption. Du musst die Kabel in der richtigen Reihenfolge wieder einstecken. Hallo! Es nervt total. Ich nehme jetzt das Steuerkreuz. Also mit dem Analogstick, das haut überhaupt nicht hin. Jetzt habe ich ihn doch wieder genommen. Ich brauche jetzt nur ein Z. Sind hier irgendwo laut der Zs abgezogen? Kann ich den hier nehmen? Ja. Was soll das?
Ein wenig Elektro. Du musst die Kabel in der richtigen Reihenfolge wieder einstecken. Geht das auch? Einmal quer rüber. Stan X. Ich kann den nicht benutzen. Es geht einfach nicht. Das macht gar keinen Sinn. Ich weiß nicht, warum man den nicht rausnehmen kann. Nee, das wird auch ein wenig Elektro. Du musst die Kabel in der richtigen Reihenfolge wieder einstecken. Ich brauche XY. So, das haben wir. Danach brauche ich dreimal Y. Das haben wir nicht. Aha. Und dann brauche ich XYZ. Ach Mann! Dann zieht er ein X ab. Der ist vollkommen sinnlos hier. Der ist fest vorgegeben. Ich brauche da hinten aber ein Z. Ein wenig Elektroabsorption sorgt bereits für Aufmerksamkeit. Du musst die Kabel in der richtigen Reihenfolge wieder einstecken. Macht er das Z aber weg, ne? Dann macht er ein X weg. Halt! Ich habe überall nur Z. Ein wenig Elektroabsorption sorgt bereits für Aufmerksamkeit. Wisst ihr was? Ich mache das offline. Ich melde mich, sobald ich das geschafft habe. Ne? Bis gleich. Scheiße, kann man das jetzt noch sehen? Nee, natürlich nicht. Oh. Ja, tut mir leid. Tut mir leid. Er hat nicht schnell genug aufgenommen. Aber ich habe hier bestimmt noch mal so 10 Minuten gesessen und gerätselt. Aber ist auch noch nicht alles hier, ne? Wir haben hier immer noch nicht alles gefunden. Ah, hier ist was für ein Roboter. Na, nun komm. Was ist das denn? Doch, war richtig. Ich ärgere mich jetzt ein bisschen, dass das nicht mehr drauf ist. Nuka. Kein Nuka-Roboter. Wie viele haben wir denn jetzt hier? Was fehlt mir denn hier noch? 3 überragende Beute fehlen mir hier. Tja. Ich weiß auch noch, wo eine ist. Zumindest hier oben drauf. Da auf dem Schornstein. Man da irgendwie hinkommt. Könnt ihr mal gucken, ob ich mein Flutterfeeder mitnehmen kann.
Aber das nützt mir ja auch nichts, ne? Oh, hier komme ich jetzt gut hoch. Der ist schon wieder fast. Ihr wisst gar nicht, wie viel gelincht das ist. Ich darf den Controller... Oh, oh! Was macht er denn? Ich hab da... Der ist von alleine weggerutscht. Das hat man ja gesehen. Der hat sich ja nicht bewegt. Ich kann ihn ja gar nicht gesteuert... Oder ich kann ja keine... Hab ja gar keine Schrittbewegung ausgeführt. Oh, schon wieder... Hör auf damit! Ich traue mich gar nicht, den Controller seitlich zu bewegen. Oder den Stick. So, da ist der Schornstein. Du sollst hier oben hinkommen. Wo bist du? Hallo? Also der Plan funktioniert auch nicht. Dann werde ich jetzt mal was anderes tun. Ja, das nützt nichts, wenn der zweite Sprung nicht kommt. Das nützt gar... Da komme ich nie im Leben hin. Wir werden mal laden, mal gucken, wie schnell das geht. Prost. Aber das macht gar keinen Sinn. So mit normalen Sprüngen komme ich da nicht hin. Und mit Levi-Dings, da komme ich auch nicht hin. Und die olle Fledermaus, die... Kommt da auch nicht hin und ja, dann weiß ich auch nicht. Enttäuschend. Mag ja Leute geben, die da Spaß dran haben, stundenlang rum zu experimentieren, um eine Kiste zu bekommen. Ich verliere den dann doch irgendwann. Dann fehlt mir die Konsequenz, da weiterzumachen. Das ist aber auch nicht schlimm, denke ich mal, ne? Guck mal, die Ladebildschirme sind natürlich auch wunderschön. Und jetzt ist das Ruckeln weg. Na toll. Ach nee. Ja, bringt auch nichts. Der fliegt ja auch nicht. Der geht dann gleich... Was ist das hier? Nein. Das war alles. Da baut ihr hier sowas ein? Echt jetzt? Ja, dann scheiß auf die überragende Beute. Oh, da gehe ich jetzt aber nicht runter. Das könnt ihr aber vergessen. Hier waren wir drin, da oben waren wir drauf. Nase voll. Jetzt geht's dahin. Sauerstoffanzug. Den habe ich ausgewählt. Na? Alte Weltlager, da müssen wir dann wieder so eine große Buschmumbrumsel erledigen. Na? Ach, der wird jetzt nicht mehr da sein, der Bärt, ne? Nee.